und damit einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, alles funktioniert. Das sieht aber bisher sehr gut aus. Ja, doch, die Maus sieht man auch schön. Herrlich. Hoppla, der Wolfi hat geschrieben. Wolfi streamt gerade. Ja, wir sind heute mal zum ersten Mal eine Runde Euro Truck Simulator 2. Bitte zum ersten Mal nicht, aber zum ersten Mal wird ein Livestream auf Twitch gespeichert und ich nehme diesen Livestream auch wieder auf für meine Freunde auf YouTube. Ja, das scheint alles zu funktionieren, das finde ich sehr schön. Ich habe ein neues Programm, nennt sich OBS Studio. Ich weiß, das Bild ist nicht ganz Vollbild leider, aber da müssen wir durch. Immer noch nicht die optimale Auflösung gefunden, aber die fast optimale Auflösung. Wo sind wir denn? Wir sind in Klagenfurt, richtig, genau. In Erfurt waren wir schon, in Straßburg waren wir auch schon, in Frankfurt waren wir auch schon. In Katowice auch nicht, aber wir waren jetzt halt so oft in Polen, dass wir einfach mal Straßburg nehmen, würde ich vorschlagen. Ach, und die Musik ist so schmissig, Leute. Da kann man gleich viel, viel Schönes erzählen und berichten. So nach wie vor Motorsounds nur auf dem rechten Ohr, das ist ja ein Traum. Das ist herrlich. Man kann entweder Weizen oder Windkraftwerk. Eigentlich natürlich die Windkraftwerk-Gründe. Ist natürlich viel, viel geiler als Weizen. Nicht wahr? So, und jetzt drehen wir uns einmal um. Und sehen, dass wir komplett falsch stehen. Aber was wir auch sehen, ist, dass wir es noch hinkriegen, auf jeden Fall. So nämlich. Traumhaft. So. Und weiter geht's. Bitte weh. Los geht's. Ich hoffe, qualitätsmäßig ist das einigermaßen ansehnlich heute. Ist in Versuch. Ich hätte es auch Teststream nennen können, aber ich bin ja eigentlich, was Streamen angeht, relativ versiert. Ja, ich habe, weil OBS aus irgendeinem Grund nicht mehr aufnehmen möchte, weil es angeblich den Dateipfad nicht findet, ein neues Programm ausprobiert, das nennt sich OBS Studio. Ist sozusagen die Weiterentwicklung. Früher ist es, glaube ich, OBS Multiplattform oder so. Ich dachte mir, mit dem Programm, mit dem der Grundstream, das kann gut sein. Ja, schauen wir mal, ob wir heute noch ein paar Zuschauer kriegen. Bei unserer schönen, gemütlichen LKW-Fahrt. Jetzt haben wir erstmal über 12 Stunden nach Frankreich von Österreich aus. Ja. Leider klappt bei mir nach wie vor nicht der Online-Modus in diesem Spiel. Das finde ich ein bisschen bedauerlich, aber auch nur ein bisschen. Ja, ihr habt leider rechts noch einen kleinen schwarzen Rand, unten glaube ich auch noch einen kleinen schwarzen Rand. Ist jetzt bei dem Spiel zum Glück nicht so schlimm, tatsächlich, finde ich jedenfalls. Ich werde aber gucken, dass ich da mal eine Auflösung hinkriege, die einigermaßen ansehnlich ist. Ich werde jetzt immer mit diesem Programm aufnehmen. Ich hoffe, ich bin gespannt, wie groß die Datei wird. Also nicht aufnehmen, aber streamen und aufnehmen. Aber zu der Entscheidung kommen wir später. Auf den Team anders nennen können, fällt mir gerade auf. Naja. Jetzt heißt es so, wie er heißt. Jetzt will ich den ja noch im Nachhinein nochmal ändern.
So, da vorne ist eine Tante, die nehmen wir auch gleich mit, würde ich sagen. Weil tanken müssen wir sowieso noch irgendwann auf der Strecke. Und ich tanke auch im echten Leben gerne immer anfangen, sondern nämlich durchfahren. Das Jonas-Hörnchen sitzt wieder mal im LKW und auch in Österreich ist es spruchbilliger als in Deutschland. Hier nur 1,35. Bei uns kostet er 1,44 standardmäßig und in Polen habe ich letztens für 1,22 getankt. Jetzt witzig, dass das Spiel das auch mit reinnimmt, dass es wirklich in Polen spruchbilliger ist. Oder anscheinend in der gesamten Rest-EU. Das schaffen wir mal so, wie es aussieht, Rundspiegel. So, Vorfahrt haben wir auch noch. Sehr schön. Also bei mir sieht es auf dem Bildschirm viel schöner aus als auf dem rechten, auf dem linken Bildschirm meine ich da in der Vorschau bei OBS Studio, aber ich hoffe, dass, wenn es furchtbar sein sollte und irgendein Stammzuschauer schaut gerade zu, dann gerne mal Bescheid sagen, dann ändere ich das noch fix. Und Regen, natürlich. Wenn wir schon 12 Stunden fahren, müssen wir auch Regen haben. Aus. Das kommt mit realistischen Scheibenwischgeräuschen. Also, das ist ein Traum, sag ich dir. Ist ein Traum. Achso, müssen wir gar nicht. Ich biete immer schon gerne links ab, also auf linke Spur. Oder rechts, wo es abgeht, weil ich bin aus Deutschland so gewöhnt. Aber müssen wir hier gar nicht. In Österreich nehme ich alle Spuren immer, also alle Autobahnen immer zwei Spuren, egal ob das abgeht oder nicht. Sehr angenehm. Ich drehe mal ein bisschen den Rhythmus hoch bei den Scheibenwischern. Nachtfahrt. So viel kann ich schon mal sagen. Also ich hoffe inständig, man kann es ansehen. Qualitätsmäßig. Ich werde noch mal ganz kurz erstmal dem guten Wolf antworten. So. Dem Wolf ist geantwortet. Und dann. Ihr habt nur noch Standbild, aber ihr habt ein Bild immerhin. Ah, der Wolf hat auch wieder geantwortet, das ist schön. So, geht das? Ja, das geht. Sehr schön. Ja, auf dem Moobot ist nämlich Verlass, meine Freunde. Auf dem Hallo Max Light. Das ist ja ein Ding, das ich jetzt hier mal treffen würde. Na, grüß dich, mein Guter. Grüße dich. Ach, echt, schick mal. Ja. Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag. Mein Lieber. So, wir machen auch sofort weiter. Ich muss ganz mal kurz den Streamtitel geändert. Habe ich Tempomat drin? Ja. Hallöchen, Maxlight. Tachchen. Schön, dich mal hier zu sehen auf Twitch. Schon mal auf Twitter. Sehr gut, so lobe ich mir das. Moment.
Mir ist das audiomäßig immer noch ein bisschen zu laut auf den Ohren, dieses Gebrumme vom Motor. Vielen, vielen Dank, Max, auf jeden Fall schon mal. Max Light. Und schön, dich mal hier zu sehen. Bist du auch auf Twitch aktiv? Wusste ich gar nicht. Das macht ja keinen Sinn. So. Jetzt werden wir schon noch mal kurz zu meinem Handy schauen, falls wir nämlich. Nö. Ab und zu mal drauf schauen ist ganz gut, aber jetzt ist es gerade unwichtig zum Glück. Ja, schon angenehmer auf dem Ohren, das ist schon angenehmer. Ja, wie geht's dir, Mensch, mein Bruder? Wie geht's dir? Das hier ist gerade so eine Art spontaner Teststream, weil ich zum ersten Mal mit OBS Studio gerade streame und aufnehme. Weil nämlich mein OBS nicht mehr aufnehmen wollte, das normale. Er sagt immer, er findet den Dateipfad nicht, dabei gibt es den Ordner auf jeden Fall. Also ist vorhanden, das weiß ich, weil es ist ein normaler Videoordner in Microsoft, in Windows. Da ich mir kaum holst du dir mal das neue OBS Studio. Hab das eben noch fix eingerichtet. Ich weiß, die Bild ist nicht ganz Vollbild leider, aber es geht. Oh, wir haben 50% CPU-Auslastung gerade eben. Das ist natürlich heftig. Was ich jetzt gucken muss, ist halt, wie groß die Dateien sind bei der Aufnahme. Ich hoffe, nicht allzu groß. Aber naja, das wird schon. Schauen wir mal. Ich bin da ja immer sehr gespannt, ob sowas gut geht. Ah, das freut mich, Max. Ich finde auch deine Videos super angenehm. Ich weiß ja, ich bin ein großer Fan von dir. Ich schaue dich ja schon eine Weile. Mir geht's prächtig, Dankeschön. Ich habe mich, wie schon der Titel des Streams verrät, den neuen, den habe ich gerade mal eingegeben. Ich habe beschlossen, YouTube sein zu lassen. Und alles, was ich auf Twitch mache, denn zusätzlich, also auf YouTube hochzuladen. Also, dass es jetzt nur noch Livestreams und Live-Let's Plays geben wird, die ich natürlich für YouTube cutten werde, aber ich werde sonst keine anderen Projekte außer Sachen, die ich auf Twitch mache, auf YouTube bringen. Einfach aus dem Grund, weil ich Twitch viel, viel angenehmer finde, weil es viel, viel direkter ist. Weil ich, muss ich auch zudem hier schon eine breitere Community-Masse habe. Ja, wir haben letztes Mal vor Donnerstag, war das, haben wir die 100 Follower geknackt und ja, ich bin da einfach viel, viel, viel motiviert, hab da viel mehr Spaß dran. Und mein LKW kackt gerade wieder ab. Das ist herrlich. Genau, von daher lasse ich YouTube mehr oder minder sein. Ich werde nur Livestreams hochladen und halt Live-LPs, weil es gibt natürlich immer noch die Spiele, die ich auch sonst hätte auf YouTube gezeigt. Die machen wir natürlich alle noch. Aber halt vorrangig hier auf Twitch. Ja, sodass ich jetzt mir vorgenommen habe, 2 bis 3 Mal die Woche zu streamen. Ja, immer dienstags und immer donnerstags, wenn Zeit ist. Erstmal jedenfalls. Donnerstag ist The Forest Blood mit meinem Cousin und dienstags kommt vermutlich dann meistens Minecraft oder halt auch mal Live-LPs, die wir dann wirklich durchspielen werden. Wo geht's hin? Wir fahren gerade, hallo Wolf, wir fahren gerade nach Straßburg, von Klagenfurt am Wörthersee nach Straßburg. Wir verfrachten gerade eine, jetzt ist mir das Wort entfallen. Eine Windradkabine oder so eine Art. Also halt so ein Windradding, das was da oben drauf ist. Der Kopf vom Windrad, den verfrachten wir gerade. Genau. Ja. Richtig. Ja, wie gesagt, sorry, dass es nach wie vor nicht Vollbild ist. Ich habe keine Ahnung. Ich muss noch mal ein bisschen gucken. Das ist das Beste, was ich so schnell hinkriegen konnte. Für euch. Wieso haben wir denn? Oder kommt. Ja. Das mache ich noch, keine Sorge. Ich bin gerade aufgestanden, ey. Ich bin noch ein bisschen müde, habe aber noch nicht Zähne geputzt. Das muss ich noch nachholen. Definitiv. Zähne putzen ist wichtig. Ja. Genau, also ich betreibe jetzt nicht mehr aktiv YouTube, sondern nur noch Twitch und
mache halt alles, was ich auf Twitch mache, werde ich auch YouTube hochladen, natürlich. Und seit neuestem werden noch Livestreams auf Twitch gespeichert. Das habe ich auch mal rausgefunden, wo ich da einen Haken setzen muss. Die Sache hat einen Haken, haha. Windradturbine, ja genau, richtig. Immer noch wach? Echt, hast du seitdem nicht gepennt, oder was? Das ist ja krass, also ich habe geschlafen, tatsächlich. Nicht lange, ich glaube 6 Stunden oder so. Weil meine Freundin heute früh raus musste, aber ich habe geschlafen. Haben wir irgendeine Art von Tempomat drin? Ja, ne? Ich glaube schon, es wird wieder besser, obwohl ich nichts drücke. Okay, sehr gut. Scheibenwischer, ich bin voll auf den Sack. Auf jeden Fall freut mich, dass ihr beide da seid. Der Maxlight und der Wolfi. Und ich werde auch dann mal die Tage wieder meine Twitch-Panels bearbeiten und überarbeiten. Das könnte ich überhaupt nicht, Wolfi. Wie machst du das? Wie machst du das? Oh, zu schnell. Okay. Gerade noch so gepackt. Scheiße. Ich muss nochmal ganz kurz, habe ich gerade gesehen. Oh Gott, Serpentin, das wird lustig. Ich muss ganz kurz nochmal was machen, und zwar habe ich die Lootbox nicht im Vordergrund. Jetzt nämlich. So schön. So ist schön. Damit wenigstens irgendwas angezeigt wird, sollte irgendjemand irgendwann mal followen. Ich brauche einen größeren zweiten Bildschirm, das geht nicht mehr. Kann ich mir das so anzeigen lassen, dass ich darauf alles sehe? Ich meine von einer. Ich brauche ja nur, ob er noch aufnimmt oder nicht. Grüß dich, Hermes. Einen wunderschönen guten. Also ich könnte nicht drei Tage am Stück wach sein. Also ich könnte es. Nee, ich könnte ich nicht. Kann's vergessen. Das schaffe ich nicht. Also einfach aus dem Grund, dass bei mir sämtliche koffeinhaltigen Getränke einfach nicht wirken. Ich könnte. Also Kaffee mag ich nicht zum einen, ja, das muss ich dazu sagen. Aber auch Energy Drinks kriege ich erst Bauchschmerzen davon und zweitens hat das keine Wirkung. Ich werde davon vielleicht noch müder als ohnehin schon. Aber naja. Das wird lustig jetzt hier. So, Moment, kurz, was? Bundeswehr hatte eine Übung, da war ich 4 Tage wach und hatte ein, zwei Stunden geschlafen damals, aber pff, bin übt drin. Okay. Dann, mein Respekt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie cool ist oder so. Also, ich bin mit meinem Schlafrhythmus eigentlich zufrieden. Ich bin aktuell so bis um 5, um 6 Uhr morgens wach und penne dann schön bis 14, 15 Uhr. Das wird knapp. So. Darf man? Moment, ich muss dazu mal. Ich kann nicht Kurven fahren und gleich der Chat lesen. Ich, wie mein Interesse. Ich bin 21, Maxlight. 21 zarte Jahre. Werde im April 22. Da bin ich so alt wie der Wolfi. Ey, was Neues? Ja, ich habe beschlossen, dass ich mit YouTube aufhöre. Und nur noch Twitch betreibe. Aktiv jedenfalls. Werde aber sämtliche Livestreams und dann auch kommende Live-Let's Plays auf YouTube für euch gecuttet in angenehmer Länge hochladen, aber ich werde keine YouTube-Projekte mehr machen. Ich werde noch bei anderen Leuten mitspielen natürlich, ich habe immer noch meine Crew, ja, den Bonaparte, die Chimäre, Trinkgenuss. Da bin ich noch zu sehen natürlich ab und zu mal, aber mein Kanal ist sozusagen stillgelegt und hat nur noch Livestreams. Weil Twitch macht mir mehr Spaß, bei Twitch schauen mir Menschen zu, ich habe aktive Zuschauer, die mich alle mögen, die ich alle liebe. Ist einfach so. So, Moment, ich hab wieder was Neues im Chat. Ja, stimmt, den Light habe ich gesehen und ja, weiß ich, dass man das im Multiplayer zocken kann, aber bei mir geht dieser Client nicht. Oh Gott. Ich habe einen Motor abgestellt. Ich bin ja witzig. Stell jetzt mal einen Motor ab, weil ich außerdem auf E gedrückt habe und nicht auf W. Ach Gottchen, Leute, ey. Gut. Ah, diese Kurve, nein, ja, richtig. Sag mal, hätte da wieder so ein scheiß Audi im Heck oder was? Ja, Tatsache, nee, ist ein Bus. Ist ja unfassbar. Ich frage mich auch, mit welchem Motor ich diese Serpentine mit 50 km/h schaffe. Naja.
übrigens mein privates Profil. Im Let's Play-Profil waren wir erst auf Level 5, glaube ich. Hier bin ich schon Level 16. Ich habe mir das mal einfach so genommen jetzt für den spontanen Livestream und um halt OBS auszuprobieren, also OBS Studio. Genau. Und deswegen wird es alle Projekte, die ich auf YouTube schon lange versprochen habe, wird es dann hier auf Twitch geben als Live-Let's Play. Wo ihr schon mal da seid, kann ich ja mal verraten. Wir haben ja letztes Mal am Donnerstag die 100 Follower knapp. Also 100 heißt, ein neuer Special-Stream steht an. Ich bin viel zu schnell, jetzt nicht mehr. Allerdings werden das keine 10 Stunden oder so. Also es wird kein zeitlich Special-Stream, sondern es wird ein Spiel-Special-Stream. Und zwar spielen wir da was ganz Schönes. Und ich habe mir zwei Spiele rausgelegt, aber die will ich noch nicht verraten. Das eine ist eine Simulation und das andere ist ein wunderschönes Point-and-Click-Adventure. Das machen wir dann vermutlich am Dienstag bei einem 100-Follower-Special-Stream. So, Moment, Nachricht. Mit 90 Sachen. Ach, herrlich, Wolf. Schön. Ja, nee, ich versuche immer noch sauber zu fahren. Tatsächlich schafft das auch meistens. Gestern war eine Höllenfahrt. Ich spiele das ja komischerweise auch privat, dieses Spiel. Ich weiß auch nicht, was ich daran finde, aber irgendwie ist es lustig. Gestern war eine Höllenfahrt. Da bin ich eine halbe Stunde nicht um eine Kurve rumgekommen. Aber heute läuft es eigentlich ganz gut bisher. Wir sind noch bisher nur 3 In-Game-Stunden gefahren. Wir streamen ja erst seit, keine Ahnung, kurz vor 12. Ja. Ich habe leider keine Uhr bei mir liegen. Das war ein bisschen dämlich. Ja. Ich muss halt irgendwann noch Zähne putzen. Ich glaube, ich mache irgendwann eine Pause, eine kurze. Nach einer Fahrt oder so. Und dann, ja, habe ich vergessen tatsächlich nach dem Frühstück. Doof. Aber schön, es scheint ja, das OBS Studio funktioniert. Das freut mich sehr. Ja. Ich werde mal nach der Kurve was trinken. Können ja mal Rocket League spielen mit ein bisschen komischen Einstellungen. Hat lieber nicht. Du willst nur wieder, dass ich verliere, Wolf. Nee. Das mache ich nicht. Mit komischen Einstellungen, ja. So, Prost. Wasser. Och Gott, bitte, LKW, hallo, danke. Ich bin schlechter als du. Ich habe letztes Mal zum allerersten Mal ein Spiel mit euch. Also entspann dich, so, Moment. Tut mir leid, dass ich immer pausieren muss, aber ich kann nicht LKW fahren und nebenbei Chat lesen. Der bei MC schaut ein bisschen komisch aus, nur ich habe da schon viel geplant. Ja, alles gut. Ich hab mal drauf geguckt auf deine Baustelle, nenn ich's mal. Und ich weiß nicht, was du machst, aber ich freue mich, wenn's fertig ist. Wie gesagt, ich bin ja auf meinem Server leider der am seltensten drauf spielt. Ja, das passiert schon mal. So, ich hab's mich halt gesehen gestern. Ja, stimmt. Aber so, naja, gut. Mensch. Ich muss auch sagen, Rocket League ist aber auch echt gewöhnungsbedürftig. Also, ich kann mal nichts sagen. Das ist nicht ohne das Spiel. Also, es fetzt natürlich total, aber es ist einfach, ist es nicht. Ich stelle, dass ich immer nur Motorsounds nur im rechten Ohr habe. Die ist irgendwie auch so? Hört ihr auch nur rechts Motorsounds? Das ist schrecklich. Wenn mein rechts Ohr abfallen wird, wenn man nur rechts der Motor reindröhnt. Und ich bin noch müde. So, Problem natürlich ist, jetzt wo wir alle Streams aufnehmen und auf Twitch speichern, wir dürfen natürlich keine Musik mehr abspielen, keine schöne. Es sei denn, ich kann es irgendwie einstellen, dass er einzelne Streams nicht speichert, das weiß ich aber nicht. Da muss ich mal gucken. Ja, das Ding ist halt aber, ich war ja schon mal drin in meinem Headset-Treiber. Ich habe ja ein gutes Headset. Ich habe das Logitech G430.
das ist ja nicht billig. So. Ach echt, kann ich das machen? Denn Dipsbite, Kevin MacLeod und Incompetech Musik hier auf ETS, würde ich mal sagen. Jedenfalls hier. Also ich habe ja schon eine Minecraft-Playlist mir angelegt. Oh Gott. YouTube NCS-Playlist. Aber Jonas, wenn du mit Co. spielst, verspreche ich dir, mit Ü20 spielen sind nicht immer rumflamen oder scheiße labern wie der eine gestern. Oh mein Gott, war das schrecklich. Ja, das stimmt allerdings. Da hast du recht. Okay, Musik übernehmen muss ich mal machen. Oder auf YouTube eine... Was ist ein NCS? Sagt mir gar nichts. Ja, Wolf, du hast recht. Der gestern war wirklich schrecklich. Die 430 Treiber raus. Nur der macht ja nichts. Den einmal offen, dann kann man nichts einstellen. Nichts, das ist komplett sinnlos, das Ding, tatsächlich. Oh, Moment, Max schreibt was. Sobald die Kurve fertig ist, warte. So. Ach, not copyright sounds, NCS. Okay, das macht Sinn, ja. Ich liebe ETS tatsächlich. Also ich finde das Spiel richtig gut. Ich habe mir aber auch im großen Steam Winter Sale alle DLCs dazu gekauft. Also ich hatte ETS schon vorher und habe mir im Steam Winter Sale alle DLCs dazu gekauft. Also hier Skandinavia, Go East, glaube ich, heißt das eine noch. Und so. Und ich muss sagen, mit den DLCs ist es schon viel, viel schöner. Auch grafisch kann man da nichts sagen. Wie gesagt, also ohne die DLCs hast du halt, glaube ich, nur Deutschland, Belgien, Holland, Frankreich, Polen? Ne, Polen nicht mal. Ich glaube nur die drei Länder. Ach, Toast, Top und Yohibos, okay. Ja. Check. Ja, muss man machen, die Tage, ich bin viel zu schnell. So. Deswegen und also ich mag das Spiel wirklich. Ich spiele es auch schon seit einem Vierteljahr. Ich habe jetzt 34 Spielstunden. Ich würde es jedem empfehlen, aber ich werde mir auch DLCs dazu holen. Auf jeden Fall Skandinavia DLC. Oder Pact oder whatever, wie auch immer das heißt. München. Ja, Mensch. Ich habe bei dir irgendeinen Rettungsboot-Simulator gesehen, oder Maxlight? Was? Das warst doch du, oder? Das war sehr ulkig. Da habe ich mir mal eine Folge von angeschaut. Ich weiß nicht, ob du mehr von gemacht hast. Leider war zwischendurch wieder mein Abo-Watch kaputt. Radio suchen, die der fix. Ja, ja, ab und zu, also ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, mal keine Musik zu haben, tatsächlich, weil ich auch gerne mal meine Ruhe habe. Deswegen streame ich auch eigentlich ganz gerne mal alleine. Einfach nur, weil es schön ist und weil es schon ruhig ist und ja. Immer mit Leuten auf dem Ohr oder so, ist ab und zu auch ein bisschen stressig. Gottchen, Verzeihung. So, Autobahn ist back. Ja, das ist ja schön, dass, ja genau, der DGR noch irgendwas Simulator macht, das war komplett durch, ach du arme Sau, ey. Aber wir werden den Simulator, den ich dann vermutlich am Dienstag spiele, auch komplett durchspielen. Wenn es überhaupt dann endet, weiß ich gar nicht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Also wenn ihr Bock habt auf Simulator, ah ne, das war Ventilator, dann könnt ihr gerne mal am Dienstag, der Gras-Simulator, das klingt spannend, könnt ihr gerne mal am Dienstag einschalten. Dann gibt's einen schönen Simulator. Ich mag den. Ich muss sagen, ja, natürlich ist es auch wieder abgeguckt. Das haben schon andere gespielt vor mir. Aber es gibt so witzige Simulatoren. Ich habe ja damals auf YouTube mal ein Spiel rausgehauen. Das hieß Une Femme, Une Homme. En Homme, Une Femme, Une Voiture. Das ist einfach nur so ein Crash-Test-Dummy-Simulator, aber super schlecht gehalten. Müsst ihr mal gucken auf YouTube, das ist so lustig. Das ist eine von zwei Facecam-Aufnahmen auf dem Kanal, glaube ich. Es ist dunkel, aber ich kann mal ein bisschen Licht machen. Ich Wichser. Es tut mir leid. Ich find's eigentlich, na gut, ja. Jetzt wird aber bald wieder Tag. Einfach mal schön mit Abblendlicht über die Autobahn. Ich bin richtig. Ich hasse das auch im echten Leben. Ne? Also ich fahre ja auch Auto. Ich habe keins, aber ich, wenn ich eins, wenn meine Mutter da ist und ich bei meinen Eltern bin,
dann fahre ich dann mit dem Wagen meiner Mutter. Und das ist schon nicht ohne. Soll ich mal rüberziehen? Ja. Schick. So, Moment, Chatnachricht. Buh. Ja, sehr gut, Hermes. Da muss ich übrigens sagen, echt Respekt. Also, ich. Das ist nach wie vor eine Sache, die ich in jedem Livestream anspreche. Dass ich es nicht verstehen kann, dass mir Otto Normalbürger, arbeitsloses Jonas Hörnchen, Menschen beim Livestream oder beim Zocken zuschauen, allgemein. Das verstehe ich nicht. Aber na gut, also ich finde es super angenehm, Twitch, macht auch echt Spaß. Und ich liebe Twitch und euch natürlich auch sehr. Aber das werde ich nie in meinen Kopf reinkriegen. Also ich schaue zum Beispiel jeden Freitag Gronkh, nicht wahr? So 10, 12 Stunden, wie er mal macht. Und Gronkh ist ja eine Ikone, eine Stilfigur, nicht wahr? So, und genauso betrachte ich zum Beispiel auch Konrad mittlerweile als Stilfigur oder den Slinferno. Was denn? Hab ich irgendwas Böses gesagt? Also es gibt echt, also es gibt da echt Streamer, die ich auch sehr oft privat schaue, halt Konrad, Slinferno, Gronkh. Aber dass Menschen mir zuschauen, wie ich irgendeine. Also ich mache ja nichts. Ich sitze von meinem. Im Schlafanzug vor meinem Rechner und fahre auf der A8. Und mein Ellenbogen juckt. Verdammte Hacke. Aha. Wo ist eigentlich Katerchen? Katze? Katze sehe ich nicht mehr. Bin in etwa saugeil. Auto normal? Was ist ein Auto? Ach, Otto normal. Otto normal, nicht Auto. Otto normal. Ja, Max, ich würde mich freuen, wenn du mal streamen würdest. Ich hätte Bock drauf. Ich wäre auf jeden Fall dabei, wenn ich Zeit habe. Wolf. Nicht wieder abdriften hier im Thema. Ich hätte es nicht erwähnen dürfen. Es gibt Sachen, die ich einfach wo ich an meine Fresse halten sollte. Ach, Leute. Gibt übrigens auch jetzt in meinem Team noch den Moobot. Also, wenn ihr mal die Commands ausprobieren möchtet, ich weiß nicht viele, ich stehe unten drin und in der Stream-Beschreibung stehen ganz viele hübsche, süße Commands. Ach so, muss ich gar nicht. Okay. Herzchen, Herzchen. Ja, Herzchen. Wow, Liebe für das Hörnchen. Hörnchen für die Liebe. So. Fep, fep, fep. Wolf. Ich hau dich. Taite sollte eigentlich nicht mehr. Steht das noch da? Also Taite und Games sind nur für mich zwei Commands. Die kann nur ich benutzen. Das tut mir leid. Aber slash up oder uptime, ja, eigentlich up. Also ich meine Ausrufezeichen up. Sollte funktionieren. Ah, Facebook klappt. Schick. Wunderschön. Also Moveboard ist da, macht seine Arbeit. Verwarnt sich deine Spieler, wenn sie irgendwas Böses machen. Tut mal 33 Minuten schon. Das ist doch ein Traum. Eine halbe Stunde. Warum? Ach, Wolfi. Du bist schon lustig, ey. Und ich meine, bei Twitch wäre es so, dass ich sagen würde, ich würde es echt vermissen, wenn ich aufhören würde. Bei YouTube ist das überhaupt nicht so. Es gibt übrigens, ja, es gibt einen Puffer, man kann keine Commands spammen. Es gibt eine Zeit dazwischen. Deswegen, du brauchst gar nicht versuchen, Wolf. Es gibt eine Zeit dazwischen, ich glaube 5 Minuten oder 3 Minuten, in der man nicht denselben Command eingeben kann. Das hätte ich dazu sagen müssen, aber jetzt wisst ihr es. Der mord mich nicht. Doch, doch, der mag dich, aber es gibt halt, wie gesagt, eine Zeit dazwischen. Ich habe den Namen vergessen, den Originalen, aber es gibt so einen Puffer. Das ist auch ein scheiß Wort. Hörst du mal einen Puffer? So. Oh. Ja, jetzt weiß es ja. Hallo, W.
fahr doch mal. Der wird nicht mehr in Zeit arbeiten, richtig? Ne, das habe ich eingestellt, damit nicht der Chat von Commands gespammt wird. Ich meine, sonst habe ich noch keine Wörter auf der Blacklist. Aber ich, puff, wuh. Aber ich, ihr schreibt ja auch keine bösen Sachen, ihr seid ja nett. Aber ich werde auch mal irgendwann so Regeln unter meinen Stream schreiben. So Sachen, die ich nicht mag. Die man auch unterlassen sollte. Also, es gibt ja immer so Sachen, die uns aufregen, nicht wahr? An Twitch regt mich auf, dass irgendwelche. Weil natürlich, ich bin Minecraft-Streamer, nicht wahr? Minecraft hat jetzt eher eine jüngere Zuschauerschaft, ist ja nun mal so. Aber wenn irgendwelche 12-Jährigen, ja, oder keine Ahnung wie alt sie sind, aber dann fragen müssten, oh, darf ich mitspielen? Und wenn man sagt nein, dann sind sie weg. Weißt du, also wenn ich mit jemandem spielen möchte, dann suche ich mir Freunde. Oder Bots. Über CSGO zum Beispiel, weil ich nicht den normalen Spieler ankomme in CSGO. Noch nicht. Ich lerne gerade. Weißt du? Also das ist halt genauso wie diese toten Abonnenten. Das ist so eine Sache, die mich echt manchmal ein bisschen aufregt. Nur manchmal. Und letztens kam einer rein und hat gesagt, Jonas, du Jude. Oder, nee, was? Du schwuler Jude. Und ich denke, okay, für ihn... In seinem Kontext hat er mich gerade doppelt beleidigt, nämlich als schwul und als Jude. So. Es sind aber keine Beleidigungen. Und mit solchen Menschen oder auch allgemein mit Rassisten und Rechtsextremisten will ich ja nichts zu tun haben. Und deswegen werde ich solche Wörter mal irgendwann auf die Blacklist setzen und mir ein paar Chatreden einfallen lassen, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass alle Menschen gleich nett sein können. Außer Arschlöcher. Streamer gerade offline. Das ist prinzipiell möglich, aber nicht gewollt auf jeden Fall. Aber anscheinend geht er ja wieder. Oder Max? Siehst du wieder was? Darf ich mit dir spielen? Boah. Nein. Nicht so wie du willst, Wolf. Nicht so wie du willst. Genau. Na, sollen wir dich schieben, Kollege? Ich fahre ein bisschen schnell. Bei mir nicht. Okay. Ich könnte schimpfen im Dialekt, ja. Da wollte ich niemals. So. Und das sind halt so Sachen, die mir halt tierisch auf den Sack gehen. Und, aber ansonsten ist ja alles schick. Also, ich mag das hier total. Ich streame total gerne. Wenn noch meine Elgato wieder möchte, können wir auch Elgato streamen, also PlayStation 3 Spiele. Die möchte aber gerade noch nicht. Hier wollte ich mal einrichten auf dem neuen PC, weil der PC gerade ist ja neu, der ist jetzt 2 Wochen alt. Knapp 2 Wochen. Das ist mein erster Gaming-Rechner. Und die Elgato möchte noch nicht, aber ich habe schon eine Support-Nachricht erhalten vom netten Elgato-Support. Und dann werde ich mal seine Lösungsschritte durchgehen, guck auch, ob es dann funktioniert. Ich habe echt Spiele, die ich mir schon gekauft, als ich mit YouTube angefangen habe. Also im April letzten Jahres oder Mai letzten Jahres. Es laggt leicht, aber es geht wieder. Echt, es laggt. Da schaue ich mal ganz kurz, warum. Boop. So, ihr seht gerade nichts, tut mir sehr leid. Eine CPU-Auslastung von 20%. Die Bitrate ist konstant. Daran kann es also schon mal nicht liegen. Wie groß ist denn die Datei gerade? Nach einer halben Stunde Aufnahme. 13.02. Knapp ein Gigabyte. Das geht noch. Eine halbe Stunde, ein Gigabyte ist okay. Hallo Lisa! Lisa 567. Schön! Ja, einfach mal auf F5 zärtlich drücken, dann sollte es wieder funktionieren. Hallo Lisa. Nö, also es sollte eigentlich alles funktionieren. Dann kehren wir zum normalen Spielgeschehen wieder zurück. Wo war ich gerade im Erzählen? Oh Gott, irgendwas möchte Steam von mir. Achso, dankeschön.
Danke. Ich würde mal gucken, ob irgendwas, weil ist ja ein neues Programm, keine Ahnung. Wo war ich denn gerade im Erzählen? Ich habe jetzt einen kompletten Faden verloren. Genau, die Elgato. Richtig, also sobald die möchte, ist richtig, ich habe mir Spiele gekauft, die ich let's playen wollte. Hallo Wababo, einen wunderschönen guten Tag. Guten Morgen bei mir jedenfalls. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe mir Spiele gekauft, die ich let's playen wollte. Blind, natürlich, den habe ich noch so original verschweißt sozusagen, also original verpackt. Und zwar gibt's das, sind das Let's Plays, die es dann auch auf Twitch geben wird, weil wir machen nur Live-Let's Plays jetzt. Und zwar habe ich mir Spiele gekauft, die ich unbedingt blind spielen wollte. Und zwar sind das, ist das die Batman-Spielreihe? Also alle außer das Neueste. Spielst du auch LOL? Nein, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht meine Art von Spiel, tut mir echt leid. Ich spiele eigentlich größtenteils Minecraft. Ich bin ein Minecraft-Let's Player. Oder jetzt Streamer. Also die Batman-Reihe wollte ich gerne mal zeigen und durchspielen auch. Und ich habe noch ein Spiel, das nennt sich The Last of Us. Das wollte ich auch spielen. Beides aber blind, deswegen ist es noch original verpackt in meinem Schrank. In meinem Regal. So. Okay, ja, tut mir leid, das ist nicht meins. Was denn, Nils? Ich hoffe, was man im Multiplayer spielen kann. Ich bin nicht Nils. Ich bin Jonas. Ich finde auch Nils und ich haben nichts gemeinsam außer dem Bart. Genau, das kommt aber alles erst noch. Also wir machen erstmal, wir müssen die Liste der vielen Spiele, die wir spielen wollen, abarbeiten. Und ganz oben ist jetzt am Dienstag die Simulation, die ich jetzt nicht, verraten möchte sozusagen. Ich hasse Autobahn mit LKWs vor mir. Nein, ich spiele PS3. Ich habe keine PS4. Ich mir bisher. Ja, jetzt fahr doch endlich. Nicht leisten. So. Na, also am Dienstag spielen wir ein wunderschönes Simulationsspiel. Eine wunderschöne Simulation. Ich hoffe, das geht alles mit der Bildschirmaufnahme. Und dann spielen wir noch ein schönes Point-and-Click-Adventure. Schäm, böse Wolf in den Käfig und schäm dich. Sorry, Jonas, der Wolf war böse zu dir. Ich habe nichts Böses mitbekommen. Ich hätte gerne PS4, aber ich habe kein Geld. Hammer, dafür gibt's einen Spenden-Button. Nein, Quatsch. Also wirklich, ich habe den eingefügt, weil ich mittlerweile auch im Besitz eines PayPal-Kontos bin und war ich nicht gekommen. Nicht wahr? Zumal brauche ich den, also ich habe den eingerichtet auf jeden Fall für den Server, den ich jetzt habe, den Minecraft-Server bei Nitrado. Aber ich will überhaupt nicht um irgendwas geldmäßig betteln, mir geht's gut. Ja, Nils, mein Gott, Nils ist, aber Nils ist nett, Nils ist ja keine Beleidigung. Nils ist ja ein guter Mann. Genau. Deswegen, ich möchte überhaupt nicht niemanden zu zwingen, irgendwie sein Geld an mich loszuwerden. Bloß nicht. Das wäre fast verschenkt. Ah, nein, Quatsch. Aber, nee, das würde eh nur in den Server fließen. Und halt in neue Spiele. Aber ihr wisst ja wie immer, absolut freiwillig und keiner ist gezwungen. Oh, wir sind ja endlich fast da, Mensch. Noch 2 Stunden 40. Also du musst auf jeden Fall, Hermes, fähig sein, Online-Banking zu betreiben, weil du musst. Ja, am besten wäre es online. Also sofort über. Also. Ja. Oder? Ich glaube schon, weil du musst ja Geld überweisen. Ja, das wird schon. Wie gesagt, es gibt ja auch noch diesen. Ich kann ja mal noch in den Chat den Link posten. Also in die Stream-Beschreibung den Link von Nitrado, nämlich einen eigenen Server-Spenden-Link von Nitrado, glücklicherweise. Und den werde ich mal, und dann kannst du einfach draufklicken und dann spendest du automatisch. So, komm, was soll da jetzt? Da kannst du auch mit Überweisung spenden, nicht über PayPal.
Ja, zu schnell. Zu schnell. Jetzt ist egal. Glaube ich, hoffe ich. Ja. Ja, oder so. Ich wollte aber eh auch in die Stream-Beschreibung hauen. Aber ist ja auch ein Community-Server. So halb. Muss mal ganz kurz meiner Freundin schreiben. Aha. Das tut mir leid, das muss sein, weil wir nämlich Konzertkarten verkaufen wollen und die eigentlich heute kommen sollte. Schon was Neues von den. Na, da war's doch eben. Tickets. Den Kontostand helfe ich auch gern. Ich war letztes Jahr auf der Gamescom. Habe ich immer noch nicht meinen Vlog geschnitten dazu. Dieses Jahr vermutlich nicht, nein. Einfach aus Geldgründen, weil es sieht so aus, als ob ich so schnell nicht an Geld kommen sollte. Verletzungsbedingt. Moment. Zu viele Nachrichten. Also Gamescom, ich war letztes Jahr da, es war ziemlich cool, es war aber mega anstrengend und ich hatte letztes Jahr leider auch einen Arbeitsunfall, von daher bin ich nicht so gut, was Laufen angeht und es sieht auch nicht so aus, als würde das so schnell verheilen. Von daher, und Geld habe ich auch nicht, von daher nein, leider nicht. Okay, was ist mit Battlefield 4? Habe ich nicht, ich habe Battlefield nie gespielt, ich bin kein Shooter. Ich spiele keine Shooter. Okay, die Antwort nicht mehr. Na gut, selber schuld. Mit 800 Autogramm schreiben. Schön wär's, meine. Also hier Bonaparte und Ritchimere haben tatsächlich angestanden für Autogramme. Ich nicht. Geht doch sofort weiter, verzeihen. Ich muss es nur ganz kurz. Weil Geld ist Geld, nicht wahr? So, und ich aber nicht und ich würde auch niemals für Autogramme von Gronkh anstehen, auch wenn ich ihn sehr mag. Jo. Sehr schön. Aber ich würde niemals anstehen für sowas. Also ich habe die alle schon live gesehen. Ich war auch beim Let's Play Poker letztes Jahr in Berlin. Das war auch ziemlich nice, das LPP. Da mal Fotos zu machen mit allen großen Stars, also mit vielen großen Stars. LeFloid war da, Space Fox waren da, Sturmwaffel, mein Lieblings-Let's Player neben Gronkh war da. Noch irgendwer? Hicks. Ja, das waren so die großen. Hardy war da. Ich liebe Hardy. Ja, vielleicht, du, wenn es sich lohnt, Hermes, werde ich irgendwann mal. Irgendwie Autogrammkarten, aber das ist einfach, das lohnt sich halt nicht. So, weil ich bin ja auch nur ein Mensch, weißt du, was? Warum sollte ich irgendwas verschicken? Also jetzt jedenfalls mit drei, vier Zuschauern. Also das wäre einfach der Kostenaufwand auch zu groß. Weil Wände willst du ja auch schöne machen, nicht wahr? Ich hatte ja schon mal welche als Musiker. Die waren ja auch nicht billig. Deine Antwort. Nee, ich werde nicht auf der Gamescom sein. Ich war letztes Jahr da und ich habe mitbekommen, dass es nicht meins ist. Wenn es den kleinen gäbe, so wie die DreamHack in Leipzig, dann wäre ich da. Aber nochmal nach Köln fahren, das sind von hier 7 Stunden. Oder ICE waren noch fast 7 Stunden. Nee, 4. Nee, warte. Na, mit, also mit An- Abreise zum Bahnhof Berlin waren es bestimmt 7 Stunden. Das lohnt sich halt einfach nicht. Das ist mir viel zu viel Aufwand und meine Verletzung noch zu groß, dass ich irgendwie da jetzt 3 Tage durch die Welt laufen würde. Könnte überhaupt. Also nein, leider nicht dieses Jahr. Ich wollte eigentlich aufs Highfield. Das steht ja immer noch weit, kann man sich noch hinsetzen. Gamescom ist mir einfach zu groß. Also auf dem Highfield wirst du mich sehen dieses Jahr vermutlich. Sind die Karten günstiger als für die Gamescom. Aber ansonsten.
Das sage ich nicht öffentlich, weil ich der meinen Wohnort privat halten würde, aber ich wohne in der Nähe Berlins. Also ich wohne in Brandenburg, im Bundesland Brandenburg. Sehr idyllisch. Ja, das ist echt weit weg, das stimmt. Hopsa, leider auch zu weit weg, um an Österreich zu fahren. Aber ich bin, also ich wohne schon immer. Also ich bin auch im Osten der Republik geboren und fühle mich hier sehr, sehr wohl und kann es mir nicht vorstellen, nach Westdeutschland zu ziehen, jemals in meinem Leben. Ich war auch schon mal in Köln, wieder zu Gamescom. Und, also Köln ist hübsch so, aber ich fühle mich einfach hier viel, viel wohler. Schade. Ja, finde ich auch schade. Aber vielleicht schaffen wir es ja mal, uns mal irgendwann irgendwo zu sehen. Max Light. Weiß nicht, mal in Samstag irgendwie Hälfte der Strecke oder so, wenn ich mein Auto habe. Ich werde ja das hier noch einige Zeit machen. Und gehen werde ich auch einige Zeit noch. Ich möchte kein Strafgeld kassieren. Aus Bremen, ein Norddeutscher. Das ist schön. Ich war noch nie in Bremen. Ich war schon mal in Hamburg, wo meine Geschwister da wohnen. Aber in Bremen war ich noch nicht. Aber der Norden gefällt mir auch sehr gut. Also ich habe Verwandtschaft in Hamburg und in Rostock. Und ich, okay, Mechtlad ist anscheinend Koblenzer. Und, also Hamburg und Rostock liebe ich auch über alles. Gerade Rostock finde ich eine so schöne Stadt. Ich bin so gerne in Rostock. Es sind so meine Lieblingsorte. Rostock, Hamburg, Dresden mag ich auch echt gerne. War ich früher auch ganz oft. Ja. Ich habe immer versucht, meine Identität etwas. Huch, Links sind verboten, Maxlight. Tut mir leid. Du musstest mir irgendwie anders mitteilen, was du mir sagen möchtest, mein Guter. Ich hoffe nicht, dass der jetzt hier. Ach, Caps waren das, oder? Das waren keine. Das waren Caps. Caps ist auch verboten. Scheint so. Hab ich gar nicht eingestellt. Miese Brise. Auch wenn mein. Ach, Herzen waren das. Ja, aber auch wenn man in Deutschland Deutsch redet, ich komme mir dann trotzdem so vor, als würde ich nicht die Sprache sprechen. Ja, das glaube ich dir. Sorry, Maxlight, ich hab keine Ahnung, was der Moobot für Regeln hat. Ich habe den ein. Also. Nee, ich habe ihn einrichten lassen. Das war ja nicht mal ich selbst. Und Wolf wundert sich, dass er nicht gelöscht wird. Tja, also ich würde es nicht machen, weil ich glaube, der kann noch, also ich glaube, der timeoutet auch. Und bannen vermutlich kann er vermutlich auch noch irgendwann. Ich würde es nicht provozieren, weil das wäre schade. Richtig so. Oh Gott. Ja, genau. Ich habe, das waren keine Links, ja, dann waren es halt, ja, sorry, dann waren es Herzen, tut mir leid. Links sind gelöscht, also werden gesperrt immer. Ja. Sorry nochmal dafür. Das war ich nicht. Jetzt sind wir schon, wir sind in Frankreich. Ja, ich weiß. Aber noch sind niemand gebannt, noch können ja alle schreiben. Wenn bitte, dann PN an mich, wenn irgendjemand gebannt sein sollte. Boah, ich bin wieder so müde geworden, ey. Also, wir machen ja nach der Fahrt eine kleine Pause, wo ich ganz kurz Zähne putzen werde. 3 Minuten also, ne? Und dann sehen wir uns auch sofort wieder. Nicht weglaufen, bitte. Ich bin dann sofort wieder da. Ich bemühe mich. Schnellstens wieder zurückzukommen. Nicht wahr?
Und dann werde ich auch mal die Aufnahme unterbrechen. Er muss ja nicht 3 Minuten einfach nichts aufnehmen. Da spart mir auch das Cutten sogar. Sehr gut, ich bin so schlau. Ach ja, ich darf 90 fahren? Oh, das habe ich ganz übersehen. Und was nennt sich schon? Ja, richtig, du sagst es. Ach. So, da sind wir jetzt von Klagenfurt nach Straßburg gefahren. Nur damit sie in Straßburg ein Windrad bauen können, weißt du? Das sind wir die richtigen. So ist auch leider nicht der erste Aufenthalt in Straßburg, aber der zweite. Glaube ich jedenfalls, ja. In Straßburg war ich, glaube ich, schon. Wenn ich im echten Leben so viel gereist wäre wie in dem Spiel, dann wäre ich, aber dann wär ich zufrieden. Also ich war schon oft, ich habe fast ganz Europa abgeklappert mittlerweile. Ja, die Streams werden auf Twitch seit heute gespeichert. Seitdem du mir gesagt hast, wie das geht. Schön, wenn sich der Chat immer so ein bisschen selbst unterhält. Das mag ich sehr. Eure konfusen Gespräche mitzulesen. Das finde ich in Ordnung. So, da machen wir noch automatisch einparken und dann sind wir ja da. Doch, Lisa mag dich, glaube ich schon. Ich glaube, dass. Nee, also weiter will ich nicht drauf eingehen. So. Itzi. Na, ausgezeichnet. Sehe ich aber auch so. Meine Damen und Herren. Und wieder mal Level 17 einen Schritt näher. So, pass auf. Ihr hört ja hier schmissen die Musik. Ich bin sofort wieder da. Putz ganz kurz Zähne und dann sehen wir uns gleich wieder. Von daher würde ich sagen, bis gleich. Nicht weglaufen.